Ich vorbereite mich für B2-Prüfung. Ich lese jetzt verschiedene Sätze und Texte. Sie können diese Audio gern zum Beispiel im Auto hören oder unterwegs. Jetzt fange ich an mit verschiedenen Sätzen, die Sie in mündlicher Prüfung benutzen können. Da bin ich ganz anderer Meinung. Das finde ich nicht schlecht. Das ist aber Unsinn, unangenehm. Das ist eine gute Idee. Das ist zum Teil richtig, aber ich lehne das komplett ab. Das lehne ich ab aus medizinischen Gründen. Das trifft nicht zu. Das heißt, das ist nicht richtig. Das überzeugt mich nicht. Ganz überzeugt mich das zwar nicht, aber gut, dann machen wir das so. Ich bin der Überzeugung, dass ich bin nicht der Auffassung, dass wir könnten ja Folgendes machen. Und wenn Sie beides machen würden? Am Abend könnten die Leute ja einen guten Film sehen. Man musste ihnen etwas bieten, das sie nie mehr vergessen. Sie dürften sich vor allem nicht langweilen. Wenn sie viel gemeinsam machen würden, wäre es gut. Das Thema des Zeitungsartikels ist es. In dem Zeitungsartikel geht es um ich möchte über eine Reise berichten. Ja, da haben Sie völlig recht. Ja, das stimmt schon. Also, wenn ich richtig überlege, ich würde sagen, dass was halten Sie davon? Was schlagen Sie vor? Ich habe selbst schon einmal erlebt, dass das Studie geht davon aus, dass dafür jedenfalls plädiert eine Studie des Instituts. Diese belegt unter anderem eine Umfrage. Es wird behauptet, dass Sie müssen damit rechnen, dass ich habe damit nicht gerechnet, dass woran denken Sie zuerst beim Thema? Das war sehr kurzweilig. Kurzweilig bedeutet interessant. Das war doch total spannend. Ich fand das ziemlich langweilig. Ich fand das absolut sinnvoll. Ich fand das absolut sinnlos. Jetzt lese ich einige Verben mit Dativ. Antworten. Denken. Fehlen. Gefallen. Gehören. Glauben. Gratulieren. Helfen. Leid tun, passen, schmecken, stehen, wehtun, zu hören. Jetzt lese ich Verben mit Präpositionen. Achten auf, ankommen auf, anpassen an, antworten auf, sicher gern über. Aufpassen auf. Berichten über. Sich beschweren über. Bitten um. Danken für. Denken
an, diskutieren über, eingehen auf, einziehen in, sich engagieren für, sich entschuldigen für, sich erinnern an, sich freuen auf oder sich freuen über. Sich gewöhnen an, glauben an, halten für, sich halten an, hinweisen auf, sich interessieren für, sich informieren über, investieren in, sich konzentrieren auf, sich kümmern um, lachen über, nachdenken über, reagieren auf, reden über, sorgen für, sich sorgen um, sich spezialisieren auf, sprechen über, sich streiten über oder sich streiten um. Sich unterhalten über, sich verlassen auf, sich verlieben in, verzichten auf, sich vorbereiten auf, warten auf, werben für, abhängen von, ändern an, sich austauschen mit, sich bedanken bei, sich befinden in, beitragen zu, berichten von, sich beschweren bei, bestehen aus, sich bewerben bei, einladen zu, sich entschuldigen bei, sich erkundigen bei oder sich erkundigen nach. Erwarten von, erzählen von, fragen nach, führen zu, gehören zu, gratulieren zu, hören von, liegen an, schmecken nach, speichern auf, sprechen mit oder sprechen von, sterben an, sich streiten mit, teilnehmen an, telefonieren mit, sich treffen mit, überzeugen von, sich unterhalten mit, sich verabreden mit, verbinden mit, vergleichen mit, sich verstehen mit, zählen zu, zweifeln an, bleiben bei, dienen bei, hindern bei, schworen bei, unterstützen bei, mithelfen bei, mitmachen bei, mitwirken bei, sich beschweren bei, sich melden bei, sorgen für, sprechen mit oder über, sterben an, streiten mit oder über, teilnehmen an, telefonieren mit, sich treffen mit oder sich treffen zu. Zum Beispiel, nachher treffen wir uns zu einem kurzen Gespräch. Oder ich treffe mich heute Abend mit meiner Freundin. Sich trennen von, sich überzeugen von, sich unterhalten mit oder über, sich unterscheiden von, sich verabreden mit, sich verabschieden von, vergessen auf, vergleichen mit, sich verlassen auf, sich verlieben in, sich verstehen mit, verstehen von, sich etwas vorstellen unter, sich vorbereiten auf, warnen vor, warten auf, werden zu, wissen von, sich wundern über, zuschauen bei, zusehen bei,
Zweifel an. Sich erholen von, sich erinnern an, erkennen an, sich erkundigen nach, erschrecken über, erzählen über oder von, fragen nach, sich freuen auf oder über, gehen um, gehören zu, gewonnen an, glauben an, gratulieren zu, halten für, sich handeln um oder handeln von. Helfen bei, hindern an, hoffen auf, hören von, sich informieren über, sich interessieren für, interessiert sein an, klagen über, kämpfen für, kommen zu, sich kümmern um, lachen über, leiden an oder leiden unter, nachdenken über, protestieren gegen, rechnen mit, reden über oder von, reichen nach, sagen über oder sagen zu, schicken an oder schicken zu, schimpfen über, schmecken nach, schreiben an, sehen von, sein für oder gegen. Jetzt lese ich noch ein anderes wichtiges Thema, das ist Adjektivendungen. Adjektivendungen im Nominativ. Maskulin. Der Mann, der nette Mann, ein netter Mann, kein netter Mann, netter Mann. Also nur nach bestimmten Artikel ist E. Alle anderen Varianten ist IR. Jetzt lese ich Nominativ für neutral. Das Kind, das nette Kind, ein nettes Kind, kein nettes Kind, nettes Kind. Also nach bestimmter Artikel ist E und alle anderen falls ist IS. Und jetzt lese ich Nominativ im Feminin. Die Frau, die nette Frau, eine nette Frau, keine nette Frau, nette Frau. Im Nominativ Feminin immer E. Endung ist immer E. Nominativ im Plural. Die Leute, die netten Leute, nette Leute, keine netten Leute, nette Leute. Oh, das ist eine Katastrophe. Ich hoffe, man kann irgendwann das merken. Richtig merken. Jetzt lese ich Akkusativ Maskulin. Den Mann, den netten Mann, einen netten Mann, keinen netten Mann, netten Mann. Also im Akkusativ Maskulin immer IN. Egal Artikel ist bestimmte Artikel oder unbestimmte Artikel, wenn Akkusativ und Maskulin immer IN. Jetzt Akkusativ neutral. Das Kind, das nette Kind, ein nettes Kind, kein nettes Kind, nettes Kind. Also Akkusativ neutral, nach bestimmter Artikel E, alle anderen falls ist IS. Und beim Akkusativ Feminin wieder bleibt so wie beim Nominativ, alle Endungen nur E. Ich lese. Die Frau, die nette Frau, eine nette Frau, keine nette Frau, nette Frau. Also beim Nominativ und Akkusativ Feminin, ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Nur E, Endungen nur E. Jetzt Akkusativ Plural. Die Leute, die netten Leute.
Nette Leute. Keine netten Leute, nette Leute. Akkusativ Plural und Akkusativ Nominativ, alle Endungen sind gleiche. Ich finde keinen Unterschied von Nominativ und Akkusativ. Zwischen Nominativ und Akkusativ ist ja kein Unterschied beim Plural. Und jetzt lese ich Dativ. Dativ Muskulin. Dem Mann. Dem netten Mann. Einem netten Mann. Keinem netten Mann. Nettem Mann. Adjektivendung ist immer IN, außer Nullartikel. Wenn es keine Artikelwort gibt, dann netem Mann, IM. Und die gleiche Geschichte ist Dativ neutral. Also beim Dativ neutral und Muskulin sind die gleiche. Dem Kind, dem netten Kind, einem netten Kind, keinem netten Kind, nettem Kind. Wieder Endung in alle Falls IN, außer nur Artikel. Wenn keine Artikelwort gibt, das bedeutet IM. Nettem Kind. Und jetzt lese ich Dativ Feminin. Der Frau, der netten Frau, einer netten Frau, keiner netten Frau, nette Frau. Also Adjektivendung ist IN, außer Nullartikel. Wenn kein Artikelwort gibt, dann IR, netter Frau. Jetzt Dativ Plural. Den Leuten, den netten Leuten, netten Leuten, keinen netten Leuten, netten Leuten. Also Endung, Adjektivendung immer IN, Dativ Plural ist leicht. IN und fertig aus. Jetzt lese ich Genitiv Muskulin. Des Mannes, des netten Mannes, eines netten Mannes, keines netten Mannes, netten Mannes. Adjektivendung ist IN und Nomenwort bekommt eine Endung S oder IS. Die gleiche Geschichte in neutral, Genitiv neutral. Des Kindes, des netten Kindes, eines netten Kindes, keines netten Kindes, netten Kindes. Jetzt Genitiv Feminin. Der Frau, der netten Frau, einer netten Frau, keiner netten Frau, netter Frau. Adjektivendung ist immer IN, Genitiv Feminin. Jetzt geht es Genitiv Plural. Der Leute, der netten Leute, netter Leute, keiner netten Leute, netter Leute. Jetzt, ich bin fertig mit dieser Tabelle und ich wollte nur sagen, dass ich habe bemerkt, im Nominativ immer E, Endung ist immer E, außer Plural, im Plural IN. Dativ und Genitiv immer die gleiche. Dativendungen und Genitivendungen sind fast gleiche. Alle sind IN. Außer Nullartikel. Wenn es keine Artikelwort gibt, man muss etwas aufmerksam sein. Da gibt es Unterschied. Und Plural ist auch unterschiedlich. Beim Plural man muss auch aufmerksam sein. Es ist sehr wichtig. Und jetzt will ich etwas über Akkusativ sagen. Beim Akkusativ Muskulin immer IN. Beim Akkusativ Feminin immer E. Und beim Akkusativ Neutral immer IS, außer bestimmte Artikel.
Wenn Artikel ist bestimmt, das heißt das nette Kind. Keine IS, sondern nur E. Oh, ich hoffe, dieses Thema irgendwo wir werden richtig verstehen und Adjektivendungen richtig benutzen. Ich glaube, das ist das schwierigste Thema in deutscher Sprache. Schwierigste Moment. Aber wir schaffen das schon. Jetzt lese ich einige wichtige Sätze für Beschwerdebrief. Niemand im Callcenter konnte mir einen Ansprechpartner für mein Problem nennen. Ich hatte die Firma um eine Erklärung und eine Entschuldigung gebeten, aber eine Stellungnahme bleibt bis heute aus. Ich habe die Service-Hotline angerufen, deren Nummer auf der Bedienungsanleitung stand. Die haben mich dann aber von Abteilung zu Abteilung verwiesen. Also nochmal, ich habe die Service-Hotline angerufen, deren Nummer auf der Bedienungsanleitung stand. Die haben mich dann aber von Abteilung zu Abteilung verwiesen. Die geänderten Flugzeiten haben mir große Unannehmlichkeiten bereitet. Die geänderten Flugzeiten haben mir große Unannehmlichkeiten bereitet. Das Gerät ist sehr reparaturanfällig. Dauernd ist etwas kaputt. Das Gerät ist sehr reparaturanfällig. Dauernd ist etwas kaputt. Ich habe beim Hersteller direkt angerufen, aber ich war bestimmt 8 Minuten in der Warteschleife, bevor ich mit jemandem sprechen konnte. Ich habe beim Hersteller direkt angerufen, aber ich war bestimmt 8 Minuten in der Warteschleife, bevor ich mit jemandem sprechen konnte. An der Online-Ticketbörse habe ich Flüge für 5 Personen von Hamburg über München nach Madrid gebucht. Die Tickets haben wir auch sehr schnell erhalten. An der Online-Ticketbörse habe ich Flüge für 5 Personen von Hamburg über München nach Madrid gebucht. Die Tickets haben wir auch sehr schnell erhalten. Beim Einchecken 3 Monate später wurde uns mitgeteilt, dass sich die Flugzeiten inzwischen geändert hätten. Der Börse hatte aber vergessen, uns dies mitzuteilen. Dadurch hatten wir 2 Stunden Aufenthalt in Hamburg, morgens um 6.30 Uhr und weil der Anschlussflug nicht mehr erreichbar war, 4,5 Stunden in München. Also nochmal. Dadurch hatten wir 2 Stunden Aufenthalt in Hamburg, morgens um 6.30 Uhr. Und weil der Anschlussflug nicht mehr erreichbar war, 4,5 Stunden in München. Heute Beschwerde wurde nach 4 Wochen telefonisch mit dem Eingeständnis des Fehlers und dem Hinweis auf eine Kulanzregelung beantwortet. Kulanzregelung. Heute Beschwerde wurde nach 4 Wochen telefonisch mit dem Eingeständnis des Fehlers und dem Hinweis auf eine Kulanzregelung beantwortet. Heute Beschwerde wurde nach 4 Wochen telefonisch mit dem Eingeständnis des Fehlers und dem Hinweis auf eine Kulanzregelung beantwortet. Dies lautet auf insgesamt 25 Euro. Das sind 5 Euro pro Person, für einen mehr als 6-stündigen Aufenthalt.
Davon kann man kaum einen Kaffee kaufen. Jetzt würde ich erklären, was bedeutet Kulanzregelung. Also ein großzügiges, entgegenkommendes Angebot zur Regelung einer Beschwerde nennt man auch Kulanzregelung. Das heißt, wenn man schreibt einen Beschwerdebrief, man bekommt Geld zurück und das heißt Kulanzregelung. Jetzt lese ich eine Zusammenfassung. Das Thema ist des Textes ist Tattoos als Körperschmuck. Es wird gesagt, dass man mit einem Tattoo ihre eigene Persönlichkeit unterschreiten kann. Manche äußern damit ihre Leidenschaft oder ausdrucken ein wichtiges Ereignis. Aber heutzutage schon viele Menschen lassen sich ihre Tattoos entfernen, weil sie nicht mehr diese Jugenderinnerungen schätzen und vielleicht diese Spuren komplett lösen wollen. Und ich konnte ja Folgendes sagen, dass eine Tattoo für mich nicht nur ein Unsinn, sondern auch überhaupt nicht schön. Das lehne ich auf jeden Fall komplett ab. Aber das ist eine individuelle Sache und jeder muss für sich selbst entscheiden. Jetzt lese ich einen Informationsbrief. Man muss erst Betreff schreiben. Betreff. Service eines Anbieters. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich Ihre Anzeige in der Zeitung las, war ich sofort begeistert, weil Ihr Service der richtige war, den ich suchte. Am 11. November hat mein Bruder Hochzeit und wir wollen eine Feier mit ca. 70 Gästen organisieren. Da manche von unseren Gästen vegetarisch essen oder Veganer sind, und besondere Essgewohnheiten haben, würde ich gern fragen, ob Sie überhaupt solche Gerichte haben. Am besten schicken Sie mir bitte an die oben genannte Adresse einige Prospekte, damit ich mehr über Ihre Angebote und Preise erfahren kann. Was ich sonst noch wissen wollte. Haben Sie Servicepersonal zur Verfügung? Am diesem Tag brauchen wir möglicherweise etwa 10 Kellner und einen Barmixer, der um warme Getränke für unsere Gäste kümmert. Ich warte ungeduldig auf Ihre Antwort mit freundlichen Grüßen, Vorname und Name. Jetzt wieder eine Zusammenfassung. Meine Auffassung zum Thema Bilingual erziehen ist folgende. Ausländische Kinder, die in einem anderen Land wohnen, haben oft zwei verschiedene kulturelle Wurzeln. Dadurch, dass sie direkt von ihren Eltern die zwei Sprachen lernen, haben sie keine großen Schwierigkeiten, weder im Alltag noch in der Schule. Doch nicht nur die binationalen Kinder sind gezwungen, zwei Sprachen zu lernen. Zum Beispiel die Kinder der Flüchtlinge, die wegen Krieg oder einer Naturkatastrophe in anderes Land geflohen sind und einen Kulturschock durch die Sprache und Aufbau der Schule haben. Es gibt sogar Kinder, die kein Wort auf Deutsch kennen, wenn sie in den Kindergarten gehen. Das ist ein sehr erhebliches Problem von ausländischen Kindern, die oft in Deutschland aufwachsen müssen, aber bei denen zu Hause nur die Muttersprache gesprochen wird. Dadurch, wenn sie später in die Schule gehen, bekommen sie echt Schwierigkeiten beim Lernen. Deswegen geht der Trend heute eindeutig in Richtung zweisprachigen Kindergarten. So erweitern die Kinder ganz spielreich ihren Wortschatz. Dort arbeiten sie sehr viel mit Bildern und natürlich mit Liedern und fühlen sich richtig wohl. Wenn ein Kind in einem
multinationalen Umfeld lebt, ist es logisch, dass es einen zweisprachigen Kindergarten besuchen muss. Aber vielleicht muss jeder selbst entscheiden, wie er seine Kinder erziehen will. Das ist sehr individuell. Die Diskussion scheint voll endlos zu sein. Manche machen alles, um ihre Muttersprache zu bewahren. Jetzt lese ich einige nützliche Sätze mit dadurch, dass in dem Stadt anstatt und so weiter. Ich fange jetzt an. Man kann sein Leben verlängern, dadurch, dass man mit dem Rauchen aufhört. Indem man schnell zum Arzt geht, kann man eine Verschlimmerung der Beschwerden verhindern. Alternative Therapien sich oft bewährt haben, ohne dass die Schulmedizin eine Erklärung dafür hat. Unser Doktor der beste Arzt ist, ohne übertreiben zu wollen. Anstatt dass du starke Kopfschmerztabletten nimmst, kannst du spazieren gehen. Anstatt die teure Therapie zu zahlen, sehen Sie sich nach verschiedenen Therapiemöglichkeiten um. Durch einen Zuschuss der Krankenkasse sinken die Behandlungskosten. Ohne kostspielige Forschung können wir keine neuen Medikamente entwickeln. Statt Medikamente mit starken Nebenwirkungen probiert man häufige alternative Heilmethoden. Ärzte und Patienten berichten über Erfolge mit alternativen Heilmethoden. Verschweigen. Lorel Taktschnell Satzgel. Verschweigen. Verschweigen von Risiken. Laut Berichten lokaler Experten verschweigen Politiker und Regierung mögliche Risiken. Դրական էքսպերտների պնդմամբ քաղաքական գործիչները եւ կառավարությունը լռում են ռիսկերի մասին։ Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie unsere Rechnung vom 20. Juli über 600 Euro noch nicht beglichen haben. Wir bitten um Zahlung bis zum 20. August. Sollten Sie den Betrag inzwischen überwiesen haben, so betrachten Sie diese E-Mail bitte als gegenstandslos. Beglichen hartel karkavorel, betrachten nael ditelsenel, gegenstandslos anhimen an badag, gegenstand arashkanyut tema. Das ist bereits die zweite Falschlieferung in diesem Monat. Wir waren in der Vergangenheit mit Ihrem Service immer sehr zufrieden und hoffen, dass Sie den Fehler schnellstmöglich beheben werden. Als Entgegenkommen für den Kunden ein kleines Geschenk. Ihre Anzeige in der Süddeutschen Zeitung vom 2. März habe ich mit Interesse gelesen. Ich melde mich wieder, sobald ich mit meinem Kollegen gesprochen habe. Wir haben leider die bestellte Ware bisher noch nicht erhalten. Oder die Waren sind leider immer noch nicht geliefert worden. Teilen Sie uns bitte umgehend mit, wenn die Ware geliefert werden kann. Die Ware wird spätestens am 1. Juli bei Ihnen eintreffen. Beheben wäre schnell, entgegenkommen und Tarajgal, Siraliduzun, bisher, minche weisem. Nochmal nützliche Sätze. Viele unserer Handlungen laufen durch Unbewusst ab.
dass sie automatisch sind. Viele unserer Handlungen laufen dadurch unbewusst ab, dass sie automatisiert sind. Viele unserer Handlungen laufen durch Automatisierung unbewusst ab. Indem man das Umfeld verändert, kann man sich schlechte Gewohnheiten leichter abgewöhnen. Man kann sich schlechte Gewohnheiten leichter abgewöhnen durch die Veränderung des Umfelds. Dadurch, dass man gestresst ist, achtet man weniger auf die eigenen Bedürfnisse. Durch den Stress achtet man weniger auf die eigenen Bedürfnisse. Dadurch, dass man Schokolade verzehrt, können Glückshormone ausgeschüttet werden. Durch den Verzehr der Schokolade können Glückshormone ausgeschüttet werden. Durch eine Feier mit Freunden belohnen Sie sich bei einem Teilsieg. Jetzt äußere ich meine Meinung über Arztmängel in Deutschland. Also, meiner Meinung nach, dass es diese Probleme wirklich gibt und nicht nur in Deutschland. Aufgrund eines guten Gehalts ziehen immer mehr Ärzte von ihrer Heimat weg. Diese Migrationsprobleme gab es immer, aber nicht so große Mängel wie heute. Die Globalisierung spielt hier eine große Rolle. Einerseits sind es in ihren Ländern mit ihrem Gehalt nicht zufrieden. Andererseits suchen sie immer neue Herausforderungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Vielleicht wäre es eine Lösung, für die besten Fachleute besondere Bedingungen bieten, bereitzustellen, zum Beispiel ein höheres Gehalt oder Urlaubsmöglichkeiten. Aber nein, das wird auch nicht funktionieren, weil es immer auf der Suche nach der Beste. Zum Beispiel in Russland ist es besser als in Armenien. In Deutschland ist es aber am besten. Deutschland und in der Schweiz ist besser. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie dieses Problem gelöst werden kann. Man muss nur hoffen, dass das soziale Gewissen eines Tages diese ganze Chaos in Ordnung bringt. Das Thema dieses Textes ist das Problem in der Pflege bzw. Pflegemängel in den Seniorenzentren in Deutschland. Hier wird eine traurige Geschichte erzählt über eine Bewohner des Altenheims, der unglücklicherweise stirbt wegen des abgewiesenen Krankenpflegers. Und jetzt ein Artikel. Ich habe reagiert über einen Artikel, die in der Zeitung las. Sehr geehrte Damen und Herren, in den vergangenen Wochen habe ich in Ihren Zeitung einen unterhaltsamen Artikel gelesen, der mich sehr begeistert hatte. Dazu würde ich gern meine Meinung äußern. Es ging um eine arme Familie, die plötzlich bei der Lottozeichnung unglaubliche 240 Millionen Dollar gewonnen hatte. Ich selbst spiele auch Lotto, aber nur ab und zu. Trotzdem habe ich nie wirklich gedacht, was ich machen würde, wenn ich so einen unerwarteten, riesigen Gewinn geknackt hätte. Vielleicht werde ich die Kinder aus armen Ländern etwas trösten, damit sie auch in ihrem Leben eine Hoffnung bekommen. Zum Beispiel 70-jähriger Herr Fischer, der mit seiner Frau so zufällig Millionär geworden ist, musste mit einem völlig neuen Leben klarkommen.
Warum denn solche große Summe behalten, wenn du dich schon am Ende des Lebens befindest, statt andere Leute zu helfen, die das brauchen? Geld garantiert nicht große Erfolg oder Glück im Leben. Manchmal bringt es nicht nur Sorgen, sondern auch Schlaflosigkeit. Die Erwartung solcher Rekordgewinne macht die Leute verrückt und manche geben sogar die halbe Gehalt aus, statt etwas Nützliches für die Gesellschaft zu machen. Das war meine Meinung. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen, Vorname, Name. Zusammenfassung des Textes über binationale Familien in Deutschland. Das Thema dieses Textes ist binationale Familien in Deutschland. Es geht um sowohl über die Zahl als auch um die Vor- und Nachteile dieser Familien. Wie wirkt das auf die Erziehung des Kindes? Ein Vorteil dieser Familienform ist auf jeden Fall, dass die Kinder mehrere Sprachen beherrschen. Durch die verschiedenen kulturellen lernen bikulturelle erzogene Menschen mehrere Perspektiven kennen. Ein großer Nachteil ist, dass die Kinder sich in beiden Ländern fremd fühlen. Aber für jede gibt es eine individuelle Situation und das nur meine Meinung war. Meiner Meinung nach sind die Leute durch die Globalisierung und Kommunikation flexibler geworden und einfach toleranter. Es kommt eine neue Generation, für die es keine Nationalität und sogar Religion gibt. Also bei der Zusammenfassung, man muss erstmal sagen, worüber wird im Text gesprochen? Danach, welche Vor- und Nachteile gibt es? Und am Ende eigene Meinung. Noch eine Zusammenfassung. Das Thema meines Textes ist Wegwerfgesellschaft. Es informiert darüber, wie viel Lebensmittel in Deutschland jährlich weggeworfen werden, obwohl sie noch brauchbar sind. Im Durchschnitt wirft jeder Deutsche pro Jahr 80 Kilo Lebensmittel weg. 60% der weggeworfenen Lebensmittel stammen aus Privathaushalten, 17% aus der Industrie, zum Beispiel von Gaststätten, Schulen, Kantinen und so weiter. Und übrigens 5% fallen im Einzelhandel an. Pro Kopf der Bevölkerung sind das 230 Euro pro Jahr. In vielen Restaurants bieten sie oft viel zu große Portionen an. Manche Leute einkaufen oft zu viel, als sie wirklich brauchen. Deshalb sollte es bereits in Kindergarten und in die Schule eine bessere Aufklärungsarbeit geben. Das war ein brauchbarer Tipp. Jetzt äußere ich mich über unsere nationale Küche. Es ist unmöglich, sich in der armenischen Kultur zu vertiefen, ohne armenische nationale Gerichte zu probieren. Unsere nationale Küche ist sehr reich und vielfältig. Falls Sie vorspeisen mögen und ziehen es vor, Ihr Mittagessen mit einer schmeckhaften und heißen Suppe zu beginnen, dann sollen Sie unbedingt armenische Suppen probieren, zum Beispiel Spas. Das wird aus einem Milchprodukt Mazun und mit zugetanen Weizen zubereitet. Mazun ist so wie etwa deutscher Joghurt. Unmöglich ist es auch, sich eine armenische Schicht ohne Brot, besonders ohne Lavash, vorstellen. Lavash gilt als nationale traditionelles Brot und hat reine armenische Stämmen. Es wird aus dem Weizenmehl und Wasser an den Wänden von Tonir zubereitet.
Lavash ist der Stolz aller Armenier. Tolma wird auf verschiedenen Weisen hergestellt. Ein fester Bestandteil ist gewürztes Hackfleisch, das entweder in Weinblätter oder Kölblätter eingewickelt wird. Jetzt äußere ich mich über zweisprachige Kindergarten. Viele Eltern schicken ihre Kinder in einen zweisprachigen Kindergarten. Dieser hat aber nicht nur Vorteile für die Kinder, sondern auch Nachteile. Kindergärtnerinnen und Kindergärtner teilweise haben Schwierigkeiten. Zwar lernen kleine Kinder fremde Sprachen viel einfacher als beispielsweise ein Erwachsener, aber beim Sprechen wechseln sie ständig zwischen den beiden Sprachen hin und her. Außerdem hat jede Sprache ihre eigene Grammatik, die die Kinder oft verwechseln. Als Vorteil nenne ich, dass Kinder schon früh erfahren, dass es auch andere Sprachen und andere Länder gibt. Sie wachsen durch den Kindergarten auch mit ausländischen Kindern und erweitern so auf Spielweise ihren Horizont. Aber durch die zweisprachige Erziehung im Kindergarten überfordert, so sprechen sie schlechter als andere gleichaltrige Kinder, was sich jedoch meist mit der Zeit wieder verbessert. Also Freunde, heute fertig. Ich bin schon müde und ich gehe schlafen. Morgen mache ich weiter, weil die Prüfung schon nächste Woche ist. Ich fasse alles zusammen. Am besten will ich nochmal alle Themen nachschlagen im Buch und im Heften, alle Wörter, übersetzende Wörter nochmal gucken, alle Briefe lesen, alle Texte lesen. Und das mache ich vor dem Schlaf. Jetzt es ist es schon Mitternacht und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Bis nächstes Video. Bis nächstes Mal.